Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Ankermann und zwar mit dem Powered by MSI PC AMD Ryzen 7 bla 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 bla. Das sind nur die technischen Specs für 1975,50 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Wie immer, das System wurde mir vorgeschlagen in unserem Videovorschlägekanal auf Discord. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und zwar in diesem Fall von Markus. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. In dem Fall ist ein Luftkühler auf dem Bild. Wir kriegen aber wirklich eine Wasserkühlung und von daher ist das sogar ein bisschen Understatement. Da wird jetzt auch nicht viel rumgefaked oder so. Das wird circa so aussehen. Wie gesagt, ihr habt dann aber eine Wasserkühlung. Was ich schon mal positiv hervorheben kann, ist einfach, dass hier alles genau aufgeschlüsselt ist und selbst wenn etwas unklar ist, wie jetzt zum Beispiel bei RAM, mit was für einem Takt der läuft, kann man einfach nach der Kennung hier suchen. Und das findet man bei Geizhals dann auch so. Starten wir auch direkt mit dem Prozessor, das ist ein AMD Ryzen 7 5800X. Er hat 8 Kerne, 16 Threads, 105 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200 MPS. Könnte auch ganz easy mit 3600 laufen lassen. Bei der TDP 105 Watt, ja, er reicht da im Gaming nicht, da seid ihr meistens so bei 60, 70 Watt. Der kann sich aber unter Volllast bis zu 142 Watt ziehen. Wenn man ihn denn ungebändigt laufen lässt, ihr könnt es im BIOS natürlich auch einfach regulieren. Grundsätzlich gesehen, es ist ja ein älterer Prozessor, sage ich jetzt mal. Wir sind hier noch auf der ARM4-Plattform, dementsprechend auch DDR4. Es gibt auch schon ARM5, zum Beispiel den 7800X3D und sowas in der Art. Deswegen, also wir sind hier ein bisschen älter unterwegs. Das macht den Prozessor jetzt aber nicht schlecht. Den hatte ich früher selber. Ich konnte damit streamen, aufnehmen, ganz normal daddeln und so weiter. Aber es gibt halt schon deutlich bessere. Und in diesem Preisbereich ist auch was Besseres möglich. Wir schauen uns gleich noch eine Alternative an. Aber an und für sich ist das jetzt kein schlechter Prozessor. Und der kostet 176 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI MPG B550 Gaming Plus. Der B550-Chipsatz für den Prozessor ist völlig ausreichend. Ansonsten haben wir gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden und hier unten noch eine weitere SSD. Hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch potenziell 3 Erweiterungsslots. Ich weiß nicht, ob der Kühler diesen hier überdecken würde, aber potenziell könnte halt noch irgendwie eine Capture-Card oder ähnliches anschließen. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, USB 3.1 einmal, zweimal USB 3.0, viermal USB 2.0, Netzwerkanschluss, USB-C ist auch schon mit dabei. Die Onboard-Grafikanschlüsse könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat und habt dann noch einen PS2-Anschluss für ältere Mäuse und Tastaturen. Das war zu der Zeit von AM4 jetzt kein High-End, aber es war auf jeden Fall ein gutes Board. Es ist auch nicht irgendwie so ein Micro-ATX-Kackboard, sondern ist wirklich vernünftig ausgestattet. Damit kann man arbeiten. Und das kostet 118,79 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine MSI GeForce RTX 3070 Gaming Z Trio LHR 8 GB. Ich musste gerade kurzzeitig nochmal nachdenken, was LHR nochmal hieß, aber das waren glaube ich die, die wegen dem Krypto-Mining irgendwie runtergestuft worden sind, damit man nicht mehr so gut minen kann und solche Sachen. Das musste ich mir gerade erstmal wieder ins Gedächtnis rufen. Ansonsten, die 3070 ist ja jetzt keine schlechte Karte, ist aber auch schon älter und in dem Preissegment kriegt man auch mal wieder was Besseres. Die könnt ihr natürlich für Full HD und auch WQHD Gaming nehmen, 4K, es kommt immer auf die Titel an. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Ich verlinke euch natürlich ein FPS-Testvideo und wenn ihr zum Beispiel sagt, in 4K mir reichen 50 FPS bei dem und dem Game, ja, dann soll es so sein. Wir haben bei der Grafikkarte allerdings ein spezielles Thema und zwar in dem Design kostet die 800 €, man bekommt eine 3070 aber auch schon für 500 €. Deswegen mache ich das so wie in dem letzten Video, ich packe einfach beide Grafikkarten da rein, einmal die günstige und einmal halt genau das Modell und dann könnt ihr selber entscheiden, wie der Preispunkt dann gerechtfertigt ist. Und die gibt es auch nur noch einmal und zwar für 803 € bei Expert. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB Kingston Technology Fury Beast RGB 3600 MHz. Geben wir die Kennung an, sehen wir, das ist genau dieser RAM, der hat auch noch ein bisschen RGB-Beleuchtung, Dual Channel 32 GB ist völlig okay, 3600 MTS ist auch in Ordnung, CL18. Natürlich gibt es auch CL17 und CL16 Speicher, aber der ist schon gut gewählt. Aber wie gesagt, halt auch noch DDR4.
und der kostet 88,83 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine 1 TB Western Digital WD Blue SN570. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. Je nach Preislage empfehlen wir die auch noch. Die Preise springen aktuell so ein bisschen. Mal nehmen wir eine Kioxia, mal nehmen wir eine Western Digital, manchmal sogar noch eine Kingston, ist ja relativ wurscht, und eine Fury Renegade geht auch noch. Aber ja, 1 TB bei fast 2000 €, ja, kann man machen. Müsst ihr selber irgendwo entscheiden. Ich würde mindestens 2 TB nehmen. Und die kostet 58,87 € wieder bei Expert. Dazu bekommen wir noch eine HDD, das sieht man relativ selten aktuell, 2 TB Seagate Barracuda. Ihr könnt bei einer HDD mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von ca. 80 bis 120 MB die Sekunde rechnen. Das macht man heutzutage eigentlich nicht mehr. Aber zum Auslagern von Daten, klar, kann man sie reinschmeißen, aber die ist halt nicht so schnell wie eine normale SSD. Und ich würde es tatsächlich auch einfach rauslassen aus dem System, weil die haben ja noch mechanische Bauteile, die können auch eher kaputt gehen, die sind auch laut und naja. Aber wie gesagt, zum Auslagern ist es ganz nett. Und die kostet 54,27 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 750 Watt Be Quiet Pure Power 12M. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Also 750 Watt sind auch erstmal okay, 10 Jahre Garantie und so weiter. Klar, empfehlen wir auch ganz oft das Netzteil. Das Problem ist, wir haben irgendwie die Feststellung gemacht, die 750er haben Spulenfiepen, die 850er irgendwie nicht mehr. Und meistens empfehlen wir auch das 850er. Das bringt auch schon den neuen 12 Volt High Power Anschluss mit, braucht ihr jetzt für diese Grafikkarte nicht. Aber ist nett, wenn man mal irgendwie erweitern will. Und das kostet 102,84 € bei Voelkner.de. Das Gehäuse ist ein MSI MPG Gun Gear 110. Eher Fenster. Das wäre dann dieses hier, das bringt auch schon 320 mm Lüfter in der Front mit, die RGB beleuchtet sind, und auch noch einen im Heck mit RGB Beleuchtung. Das Ding ist einfach, dieses Gehäuse haben wir auch schon häufiger gesehen, ich hatte es persönlich noch nie da. Man hat hier vorne so einen Lüftungsschlitz und hier an den Seiten natürlich auch. Hier unten potenziell auch, sieht man jetzt nicht so genau, ob da auch Luft reingeht. Trotzdem würde ich sagen, ja, könnte es da Probleme geben. Es ist halt so gesehen keine Meshfront. Braucht auch nicht jedes Case. Es gibt auch noch Cases mit irgendwie Lüftern unten oder Lüftern an der Seite. Hat dieses Ding jetzt halt nicht. Aber hier oben an der Front sieht man auch, da ist auch so ein Gitter drin. Also es kann sein, dass es vom Airflow reicht. Wenn ihr das zu Hause habt, schreibt bitte mal in die Kommentare, wie das mit dem Airflow so ist. Ich hätte einfach ein anderes gewählt. Aber gut, ihr kriegt auch die Lüfter mit dabei, vom Platz her reicht es, ist okay. Und das kostet 104,89 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist eine Corsair IQ-H100i RGB Elite. Die hat 5 Jahre Herstellergarantie und ist halt eine 240er Wasserkühlung. Die hat aber nicht mal mehr beleuchtete Lüfter irgendwie, sondern nur diesen Pumpenkopf und kostet damit 118 €. Das finde ich schon ein bisschen viel für eine 240er Wasserkühlung. Aber das müsst ihr für euch selber entscheiden. Es gibt auch Leute, die kaufen alles von Asus. Da bezahlt ihr auch ständig drauf, aber die haben auch coole Designs und so weiter. Wie gesagt, müsst ihr selber wissen, technisch funktioniert das. Und die kostet 118,89 € bei Mindfactory. Ansonsten bekommen wir noch Windows 11 64-Bit Professional installiert und aktiviert. Das hätten wir dann hier. Und das kostet 21 € bei Hitori. Ist ein neuer Anbieter. Ihr könnt von mir aus auch mit den 24,80 € bei IT Hardpulse rechnen. Das haben wir ja andauernd. Und die Gehäuselüfter, ja, die sind halt schon dabei. Das sind die 3 in der Front und der eine im Heck. Und da wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die beiden Grafikkarten. Hier nochmal das Thema. Die, die jetzt verbaut ist, kostet 803 € und man kriegt halt eine 3070 aktuell neu für 494 €. Jetzt könnt ihr euch selber überlegen, ob ihr diese 300 € gleich noch abziehen wollt oder nicht. Dann haben wir noch das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1659,80 € oder 1359,80 € circa. Und das System kostet 1975,50 €. Das bedeutet für euch, selbst mit der teuren Grafikkarte, die es nur noch einmal auf dem Markt gibt, bezahlt ihr 320 € Aufpreis. Das würde ich mir ganz stark überlegen. Vor allen Dingen, ihr seid hier noch bei DDR4 und AM4-Sockel. Ist jetzt nicht schlecht, aber ihr kriegt halt schon was Besseres und das zeige ich euch jetzt auch. Und yippie, es ist diesmal nicht Dubaro, sondern diesmal haben wir MyPC. Der kostet in dem Fall 1939,99 €, ist also auch noch günstiger als das andere System. Ihr bekommt hier schon eine RTX 4070 Super, 12 GB. Also keine 3070, sondern eine 4070 Super. Die siedelt sich zwischen einer 4070 und einer 4070 Ti an. Ich verlinke euch einfach mal so einen FPS-Test von Kreativecke auch noch unten in der Videobeschreibung. Da habt ihr ungefähr die Werte zwischen diesen drei Karten aus der aktuellen 40er Generation. Dann bekommt ihr noch einen AMD Ryzen 7 7800X 3D. Aktuell von der Effizienz her
her und auch von der Leistung her die beste Gaming-CPU am Markt. Wenn ihr jetzt mit Blender oder so arbeitet oder irgendwie professionellen Videoschnitt und so macht, dann nehmt vielleicht eher Intel, aber rein zum Zocken den 7800X3D. Wir bekommen auch eine 240er Wasserkühlung, ist jetzt keine Corsair, sondern die Navis, kommt damit aber auch super klar, habe ich auch schon getestet. Der Arbeitsspeicher ebenfalls 32 GB, 2x16 GB DDR5 6000 MTS G-Skill Trident Z5 Neo RGB CL30. Sehr gute Timings, RGB-Beleuchtung mit dabei, aktuellster Standard DDR5. Ihr bekommt ein MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi. Bringt schon WLAN und Bluetooth mit, reicht für diesen Prozessor auch dicke aus, habe ich vor kurzem erst drin gebaut. Ast rein. Die Festplatte ist eine 2 TB Lexar NM710 M.2. Die hat Lese- und Schreibraten von 5000 und 4500 MB die Sekunde, ist somit sogar schneller als die 1 TB SSD in dem anderen System. Und ihr habt halt das Doppelte an Speicher, dann fällt jetzt allerdings die HDD weg, müsst ihr selber wissen, wo ihr mehr Wert drauf legt. Das Gehäuse ist ein End-of-Eye ARX 500 ARGB. Habe ich auch schon getestet. Die Wasserkühlung passt natürlich jetzt super dazu. Die kommt dann oben rein, die 240er. Und die Lüfter haben das gleiche Aussehen wie die vom Gehäuse. Das Netzteil ist das gleiche. Die Gehäuselüfter halt auch 4 Stück. Bringt das Gehäuse auch schon mit. Hier ist allerdings Windows 11 Pro als Testversion vorinstalliert. Ihr müsstet dann noch einen Key selber kaufen. Das sind dann jetzt diese 20 Euro oder 25 Euro, die man sich da gespart hat. Dann habt ihr noch halt die 2 Jahre MyPC-Garantie inklusive Pickup und Return. Ja, und auf diese geschätzten FPS-Werte gebt ihr bitte nichts drauf. Testet es selber. Es kommt immer auf die Einstellungsmöglichkeiten an. Hier steht zwar zum Beispiel episch, aber wenn ihr da irgendwie noch Raytracing und so mit anmacht oder DLSS, habt ihr immer andere Ergebnisse. Und schauen wir uns da mal die Liste an. Haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.759,37 € und das System kostet 1.939,99 €. Da seid ihr jetzt circa bei 180 Euro auf Preis und seid schon auf AM5, auf DDR5, auf einer aktuellen Grafikkarte, die gerade frisch rausgekommen ist. Ich würde es mir überlegen. Und das System ist halt auch noch günstiger als das andere. Ich verlinke euch natürlich alle Systeme unten in der Videobeschreibung und die FPS-Tests. Ihr könnt es selber nochmal vergleichen, auch die Geizhalslisten. Da habt ihr mal einen tagesaktuellen Verlauf, weil meine Videos brauchen immer so 2-3 Tage, bis sie dann geschnitten sind und hochgeladen sind und so weiter. Und da können sich die Preise ja auch wieder ändern. Deswegen vergleicht am besten immer tagesaktuell, klickt unten auf die Links, dann passt das. Aber um es nochmal zusammenzufassen, ob ich den jetzt kaufen würde, ich glaube nicht. Also auch wegen dieser utopischen Grafikkarte. Ist halt Quatsch, ne? 800 Euro zu 500 Euro, warum macht man sowas? Da kann jetzt natürlich auch Ankermann nichts für. Aber wenn wir mit einer günstigeren Grafikkarte rechnen, die ja die gleiche Leistung hat, dann sind die einfach zu teuer. Und eine Sache wollte ich auch noch sagen. Dieses System habe ich ja aus dem Videovorschlägekanal. Und ich dachte, yo, da hat jemand gebuddelt irgendwie auf der Website und hat sich dann irgend so ein uraltes System rausgesucht, was sie vielleicht nicht aktualisiert haben oder so. Dann stimmte der Preis nicht mehr. Dann habe ich mir die Seite angeguckt und die haben ganz viele von diesen Systemen. Der hat gar nicht mal gebuddelt. Der hat einfach nur die Startseite sich angeguckt und die haben so viele alte AM4-Systeme noch für utopische Preise, also ich finde das jetzt nicht so toll. Natürlich haben sie auch aktuelle Systeme, da habe ich jetzt keinen Preisvergleich gemacht, deswegen, wenn ihr irgendwie noch was sehen wollt davon, um das nochmal zu verifizieren, postet es in die Videovorschläge. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.